7 interessante Fakten über Immanuel Kant. Das Grab des berühmten deutschen Philosophen befindet sich auf dem Territorium der Russischen Föderation. Seine Heimstadt Königsberg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Bestandteil der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und änderte ihren Namen in Kaliningrad. Noch zu Kants Lebzeiten wurde Königsberg für kurze Zeit von russischen Truppen besetzt. Damals hielt er Vorlesungen über Befestigungslehre und Sprengtechnik für russische Offiziere. Während seines ganzen Lebens verließ er die Grenzen von Königsberg und der umliegenden Gegend nicht. Einmal besuchte der berühmte russische Schriftsteller und Historiker Nikolai Michailowitsch Karamsin den Philosophen und beschrieb später dieses Treffen in seinem Werk Briefe eines reisenden Russen. Kant war nie verheiratet und erklärte dies damit, dass, wenn er eine Ehefrau haben wollte, er sich keine leisten konnte, und wenn er das konnte, dann hatte er keine Lust dazu. Trotz schlechter Gesundheit erreichte Immanuel Kant schließlich ein hohes Lebensalter. Er erstellte sich einen Tagesablauf und befolgte ihn dann so strikt, dass er sogar pedantische Deutsche erstaunte. Ein Mondkrater trägt den Namen des deutschen Philosophen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.